So, hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Weiß Edition. Heute mal nicht allein. Ne, warte mal, das ist eine Nachsynchronisation, deswegen sind wir doch allein, ja. Es ist mal wieder eine ganz normale, nachsynchronisierte Folge, wie man sie von mir kennt. Ja. Ich hatte mich nämlich mit Neomantry zusammengesetzt und mal eine Folge erstellt. Da ein paar Folgen. Und ja. Mein Videoprogramm hat es nicht aufgenommen und das Audioprogramm hat seine Stimme nicht aufgenommen. Deswegen muss ich das jetzt hier ganz normal wie ein normaler Mensch erstellen. Ich wundere mich gerade selbst noch, weil ich da irgendwelche Töne im Hintergrund höre, die ich nicht hören muss. Ich mache einfach mal einen Ton aus, denn ich brauche es ja eh gerade nicht. Ich mache das immer so, dass ich das vorher vordrehe oder das Video drehe und dann nochmal nachspreche. Ich meine, es ist zwar doof für euch, aber ja, das passiert halt. Also, ja, das hätte zwar hier nicht passieren, weil ich wollte mich eigentlich nur mit mir Neo zusammensetzen und die Folge gemeinsam nachsynchronisieren, aber er hatte keine Zeit oder ich habe ihn nicht mehr erreichen können. Und er hat einfach keinen Bock mehr, je nachdem. Ah, ja, mit Dorfman gegen einen Petsniff ankämpfen. Ich mit meinem wunderhübschen. Jetzt habe ich echt das in den Namen vergessen. Nein, Latinecto. Ach, ich liebe dieses Vieh. Echt, ich mag das echt. Genauso wie Scalabra. Scalabra mag ich natürlich noch mehr. Aber ich finde, irgendwie, da haben sie es in. Ja. Ach, jetzt hab. Ah, in Pokémon X und Y bin ich. Ja, ich finde die Darstellung nicht so schön. Es sieht einfach nur aus wie ein. Ja. Kronleuchter von der Seite. Und hier finde ich das viel schöner. Finde ich einfach. Meine Meinung dazu. Aber naja. Regen wir uns heute mal nicht über X und Y auf, wenn ich mag X und Y echt sehr. Ich habe es jetzt auch mir schon gekauft gehabt. Das ist ja die erste Folge, die ich nach dem Kauf von Pokémon X und Y drehe, weil die anderen hatte ich alle mindestens 3, 4 Monate im Voraus gedreht. Genau. Und ja, ich meine, X und Y ist ja jetzt auch schon seit einem Monat draußen. Also seit. Warte mal, heute ist der 19. Ich habe am 12. ein Video gedreht gehabt. Könnt ihr euch gerne auf YouTube ansehen, wie ich mit meiner Web, nenne ich mit meiner Webcam, mit meinem Camcorder, wenn ich rumspiele und. Ja, nicht das, was ihr schon da denkt, ich weiß. Ja. Und deswegen dürfen wir jetzt hier in die Arena rumlaufen. Ich hatte mich mit Neo so schön über Themen unterhalten, wie. Pokémon X und Y halt, was, ja, es gibt halt immer was zu unterhalten darüber. Hatten Weihnachten. Na, weil ich das ja mit einem anderes Mal mit ihm kriegen. Aber ich kann ja nicht dieselben Themen nehmen. Das ist natürlich auch doof. Dann. Naja. Ich werde mir schon was einfallen lassen. So wie ich es immer mache. Also eigentlich so gut wie immer. Und. Ey! Meine Güte, dein Lichtschild bringt ja echt was. Wer hätte das gedacht? Und Säurepanzer erhöht die Verteidigung, aber das bringt natürlich nichts, wenn ich ihn speziell angreife. Obwohl, wenn er sein Lichtschild einsetzt, bringt es ihm schon was. Also er hätte lieber eine andere Attacke her haben müssen, die seine Spezialverteidigung erhöht. Oder seinen Spezialangriff. Oder meine Spezialverteidigung oder Spezialangriff senkt, aber ich weiß nicht, ob es so nützlich wäre. Latinectos speziellen Angriff so zu senken, weil er ist eh so hoch. Die Eisarena von Nevio City, ich habe mich noch gar nicht darüber unterhalten. Was ich von der halte, also ich fand sie echt schön. Ich finde es zwar echt schade, dass sie in Schwarz und Weiß 2 nicht mehr so, ja, in Szene gesetzt haben, weil die ist einfach nur noch verwahrlost und steht da einfach nur so rum. Was ich mir nicht. Ja, schade finde, weil ich meine, es gibt in ja, Schwarz und Weiß 2. Warte mal, lass mir kurz nachzählen. Fast 10 Arenen oder sowas. Und ich schlinde jetzt einfach hier sinnlos durch die Gegend.
Wie immer hast du ein Problem, gegen mich zu kämpfen oder so ähnlich. Ach, ich kann das nicht. Dark. Elena möchte kämpfen. Und sie ist eine Kämpferin. Und wieso hat ihr ein Petz? Neve, ich meine, hätte sie so viel bessere Pokémon leisten können als ein Petz Neve. Also ich habe jetzt nichts gegen Petz Neve. Ich habe selber mal eins trainiert. Bis Level 70 oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwo habe ich das sogar noch in den Tiefen meines Pokémon Schwarz 2 Spielspeicherstandes. Schweres Wort. Und ja, ich habe ja noch einen Speicherstand. Also jetzt nicht auf dem Computer, sondern auf einem 3DS. Oder auf einem DS. Ich habe keinen 3DS. Ich habe einen der. Ganz ruhig. Ich laber schon wieder. Meine Zunge redet schon wieder viel zu schnell. Das mag ich nicht. Denn wenn meine Zunge sich viel zu schnell bewegt, mag ich nicht mal selbst, was ich rede. Das ist doof. Ich merke natürlich noch nicht, wo ich genau hin muss. Und stelle mich an wie ein Trottel? Ist das das richtige Wort? Ja, ich glaube, so kann man es treffen. Ich müsste eigentlich. Ich hab's halt total nicht drauf. Es ist. Das sieht man schon. Ich muss einfach bloß an den Holzbalken ran. Und dann nach rechts schlittern. Es ist viel lustiger, wenn man sich das zum zweiten Mal ansieht. Beim ersten Mal schämt man sich nur. Nee, beim ersten Mal schämt man sich gar nicht. Beim zweiten Mal. Also, ich meine, jetzt, wenn man das dreht, schämt man sich nicht, denn das ist ja so dumm, das einfach zu geben. Beim ersten Mal schämt man sich das nur, wenn man das sieht, und beim zweiten Mal ist es einfach nur noch peinlich. Ja, so ist das halt. Es ist die Eisarena für mich auch ein wenig, ja, langweilig, weil ich nicht so viel zu reden habe und mir selber ein irgendeines Thema ausdenken muss. Ich nehme mir sonst eigentlich mal mein Lieblingsthema, nämlich Essen. Ich kann stundenlang über Essen reden. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt gerade tue. Während ich mich darüber nachdenke, welches Thema ich denn jetzt gerade reden kann. Ja. Ich hätte jetzt fast wieder ja gesagt, wieso machst du nicht irgendwelche neuen Let's Plays oder sowas ähnliches? Könnte ich machen. Aber ich habe ja schon was in Planung. Also ein Spiel, weil anderen beiden nicht funktioniert haben. Also ich meine jetzt, Evoland kann ich nicht mehr starten, weil mein Antiviren. Nee, das war Beat Buddy, mit das mein Antivirenprogramm gelöscht hat. Ich weiß, das ist mir selbst nicht passiert, dass ein Antivirenprogramm ein Spiel löscht. Was haltet ihr davon? Jetzt mal ehrlich, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ein Antivirenprogramm euer Spiel löscht. Vor allen Dingen, ich hatte davor noch ein anderes Antivirenprogramm. Ich hatte Nord Internet Security. Aber das war abgelaufen, deswegen musste ich mir dann ein anderes holen. Da hatte ich mir irgendwie das Avira-Zeugs, keine Ahnung wie das heißt. Da hat man halt meinen Spielstand gelöscht. Und das Spiel. Dass ich es nicht mehr öffnen konnte. Ich meine, ich habe das Spiel zwar jetzt noch, aber ich kann es nicht öffnen. Und was bringt mir das, wenn ich es nicht öffnen kann? Und Evoland, keine Ahnung, was mit dem Spielstand los ist. Ich kann es mal probieren, ob ich es mal hinkriege, aber. Habe ich halt, ja, deswegen habe ich eigentlich Sonic Colors nochmal aufleben lassen. Weil ich habe es mal angespielt und dann. Hatte mein Aufnahmeprogramm nicht mehr gewollt und dauernd kamen irgendwie Leute rein und ans Telefon. Ach, sowas hasse ich. Du wärst auf, wenn du gerade aufnimmst und irgendjemand kommt gerade in den Raum geschossen und will irgendwas von dir oder das Telefon klingelt. Deswegen mache ich mein Telefon immer aus, egal bei welchen. Also bei Aufnahmen oder sowas mache ich das grundsätzlich aus. Außer an meinem Geburtstag, weil. Weil die Leute dann meistens wollen, dass ich mit ihnen rede. Ja, werdet ihr schon noch sehen, dass ich denke, ach, ich kann ein bisschen Zeit totschlagen. Deswegen schlitter ich hier einfach durch die Gegend.
Ja, ich. Ach nee, warte mal, ich wollte rausgehen, mein Team heilen. Genau, das war's. Das mit dem einmal durch sinnlose Gegenstände kommt ihr noch. Ach, könnt ihr euch freuen. Also, ihr könntet eigentlich jetzt schon wegschalten. Tut das! Und vergesst nicht, das Video zu bewerten. Wenn es euch gefallen hat, ja, ich sag's. Es prägt nichts mehr, es passiert nichts mehr. Ich laufe noch irgendwo durch die Gegend rum. Also durch die Arena. Ich wollte mir was holen, hab dann aber doch nicht geholt, weil irgendwie nur Power-Items gibt. Ich wollte mir eigentlich ein paar Tränke kaufen, aber das ist mir jetzt zu spät eingefallen. Und also, wer noch dran ist, kann es gerne bis zu Ende anschauen. Und wer nicht will, der schaut einfach ab zum nächsten Folge. Dann werden wir beim Arena-Leiter Sandro stehen und ihn fertig machen. Also, bis dann. Also jetzt für die, die noch da sind. Ihr seid immer noch da. Wieso? Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Oder? Passiert hier noch irgendwas? Ich als mal ehrlich, was ich da, weil das war ja so eine Aufnahme und da hatte ich. Also, ich kann das mal nochmal erzählen. Also, ich hatte eine Aufnahme gemacht. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ich habe meinen Sound nämlich immer extra auf, extern. Und ja, irgendwie hat das Aufnahmeprogramm das nicht aufgenommen, aus Gründen, wo auch immer. Und ja, hatte mir natürlich die ganze Zeit unterhalten und habe nicht auf den Sound geguckt, weil das ja nebenbei nur rumläuft und ich es minimiert hatte. Und ja, aus diesem Grund hatte ich dann eine nicht vorhandene Videoaufnahme und einen zu leisen Ton. Das Dumme daran war, es ist, man würde ja normalerweise meinen, ja, ist nicht schlimm, passiert mal. Das Dumme daran war, ich hatte danach gespeichert. Glück hatte ich nur dabei, dass ich dann noch einen Safe State hatte, der nicht weit entfernt war. Und, ja. Jetzt seht ihr noch ein Standbild. Bis zum Ende der Folge. Ja, deswegen rede ich jetzt einfach nur noch ein bisschen rum. Okay, es bewegt sich doch noch was. Also, ich gehe jetzt zum Arena-Leiter und ja. Oh, man sieht meine Maus. Hallo, Maus. Nehme jetzt Folge jetzt irgendwie 2, 3 Wochen danach auf, weil ich irgendwie keine Zeit oder keine Lust hatte, weil das ist eine Stunde, meine Güte, das ist eine einstündige Aufnahme. Und ich habe noch einiges vor. Ich meine, ist das eine Stunde Spielmaterial, jetzt was ich jetzt einfach so sinnlos aus mir rausplapper. Yay. Und ich hoffe, es hat niemand gesehen.